Hallihallo und herzlich willkommen zu LS17. Ja, wieder zurück zum Umbau. Ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen. Da, wo die Mehrzweckhalle rauf soll oder hin soll, die schönen Platten zu legen. Und ja, damit geht es halt jetzt weiter und gucken, ob wir die Halle schon mal hier raufsetzen oder ob wir schon das nächste Fundament vorstellen, wollte ich schon sagen, vorbereiten. Hier an Rand, das lasse ich so. Sieht dann, glaube ich, ein bisschen besser aus. So ein bisschen, ne, dreckig halt. Dass so ein bisschen Schmutz an der Kante ist. Ja, eine langwierige oder eine etwas langwierigere Aufgabe. Ein bisschen langweiliger wie sonst, aber auch diese Arbeit muss gemacht werden. Aber ihr könnt eure Vorschläge oder Änderungen oder Anmerkungen gerne auch in die Kommentare schreiben. Wenn ihr welche habt, dann raus damit. So, die beiden Gebäude da, oder die Gebäude, das ist ja nur ein Gebäude für die Getreide, soll ja ein Getreidelager sein. Hier soll eine große Mehrzweckhalle hin. Ja, dann brauchen wir ja auch noch ein bisschen, ja, Kornspeicher oder sowas. Können wir mal sagen, wo wir die hinsetzen wollen, oder da habe ich auch was Neues gesehen, ob wir sowas hier überhaupt drauf haben möchten oder eher nicht, dass das dann bei den Tieren bleibt. Da haben wir eigentlich ein relatives großes Lager oder Speicher, bräuchten wir hier eigentlich ja nicht. Wisst ihr jetzt auch gar nicht, wo man das platzieren könnte, dass das nicht ganz so störend ist. Da hinten, wo die Maschinen gerade stehen, da habe ich eigentlich noch vor, so einen kleinen Obstwald einzurichten oder anzulegen. Was hat er jetzt gemeint mit Obstwald? Ja, es gibt ja diese Obstbäume hier. Kein, oder ein Obstgarten. Obstbaumgarten heißt das ja. Oder hieß es ja früher. Wie sieht denn eigentlich das Gewicht aus? Voll dreckig von oben. Oder? Ist das ein Texturfehler? Nee, weil wir so weit weg sind. Okay, gut. Wollte schon sagen. Sieht aber komisch aus. So, da haben wir diese Fläche ja schon mal fertig. Ich hoffe, dass jetzt auch die Halle da wieder raufpasst. Nicht, dass wir das gleiche Malheur haben wie bei der anderen Halle, dass das dann auf einmal nicht mehr passte. So. Das haben wir, das sieht auch schon gar nicht mal so übel aus. So, machen wir wieder hier aus. Da haben wir die Mehrzweckhalle. Die stellen wir dann am besten so hier hin. Da müssen wir aufpassen. Hier haben sie ja links und rechts, ne, ein Tor, wo man dann durchfahren könnte. So, passt das? So. Batadam. Das sieht doch gut aus. Ziegelmauer. So. Wie sieht es aus? Gucken wir mal. Ah, okay, das haben sie jetzt umgeändert. Letztes Mal war hier nämlich irgendwie Schluss mit, wie heißt jetzt, oder war halt ein Bug.
Ach so, und jetzt haben sie hier noch Striche reingemacht. Ah. Das war in der einen Version war das noch gar nicht, die wir in der Standardversion haben. Aber das sieht ein bisschen komisch aus. Naja. Sieht nicht schlecht aus. Kann man auch als Werkstatt hier benutzen. Für große Maschinen hier. Nicht schlecht. Sieht nicht schlecht aus. Muss man sogar von hier aus aufmachen. Stopp, geht nicht. Oder habe ich jetzt nicht. Okay, haben wir. Leider nicht. Geht die Tür auch? Ja, die geht nach innen auf. So, geht die jetzt. Okay, die geht auch immer in einer Richtung auf. Sehr gut. Nicht, dass die jetzt immer auf. Also in die entgegengesetzte Richtung aufgeht, indem man rausgeht oder reingeht. Aber hier ist alles gut. So, eigentlich muss das Licht auch angehen. Gucken wir mal. Wo haben wir Lichtschalter? Hier. Es wäre Licht. Hier ist ein Licht aufgegangen. Hä, von draußen geht nicht? Oder geht von draußen per, wie heißt jetzt? Bewegungsmelder. Wenn es draußen zu kalt geworden ist, zu dunkel geworden ist, dass das dann die Tür nicht zu von noch raus. Danke. Wenn es halt draußen zu dunkel geworden ist, dass das dann automatisch angeht. So. Das haben wir jetzt auch. Das sieht auch noch nicht mal so schlecht aus. Hier hinten könnten wir eigentlich dann vielleicht ein Getreidelager bauen. Brauchen wir die Straße oder den Weg hier? Hier. Könnten wir hier das Getreidelager bauen? Gucken wir mal, was wir so haben. Habe ich die eigentlich schon runtergeladen oder? Die haben die gar nicht mit reingenommen, ne? Gibt es ja neue Getreidesilos. Die habe ich noch gar nicht mit reingenommen. Okay. Oh, jetzt bin ich irgendwie wieder ein zu weit. Hier ist zwar auch ein Hochsilo und na, halt, die wir sonst auch immer kennen. Ja. Hä? Hallo? Was ist denn los hier? Wo ist jetzt das Ding? Da, das wollte ich doch nehmen. So, und das wollte ich hier hinten hinsetzen. Und hier haben wir eine kleine, ne? Eine kleine Zuwegung. Wenn man das dann hier so hinstellt. Wahrscheinlich geht das jetzt gerade nicht, weil da ein Automobil im Weg steht. Wenn man das dann so hier hinstellt. Das könnten wir ja mal eben machen. Oh. Eben wieder durchswitchen hier. So, wo stellen wir denn unser Auto hin? Kannst du ja eigentlich mal hier vorne hinstellen. Hier ist ja jetzt Platz. So. Den LKW können wir auch mal umstellen eigentlich. So, die gehen schon hoch da hinten. Die Rampen einmal einklappen. So. Dann fahren wir den mal hier hinten hin. So. Probieren wir das Ganze nochmal.
So. Siehst du? Passt. So, einmal ein bisschen drehen. Okay, da ist jetzt ein Busch. Den Busch. Gucken wir mal, ob das so jetzt geklappt hat. Oh, wo ist der Radlader? Der hier. Oder der Teleskoplader. Ist ja kein Radlader. Ja, haben wir sogar fast getroffen. So ganz klappt das sowieso nicht. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Da haben wir auch noch Platz. So ein kleiner Überbleibsel von dem, was hier früher war. Den Boden könnte man nochmal ändern vielleicht. Ob wir das jetzt noch machen? Könnten wir eigentlich. Haben wir den auch soweit schon mal fertig. So, einsteigen. Gut. So. Fahren wir den auch mal hier hin. Aber upsala, die Schaufel hier hin. So. Einmal hier rübersteigen. So. Oh, ups. So, jetzt müssen wir das Helferfenster, ne? So, Gras entfernen. Nein. Erde, glaube ich, sieht ganz gut aus. Müssen wir mal gucken, wie Erde aussieht. Einmal senken bitte. Ja, genau. Einmal bitte mit Erde, danke. Weiß gar nicht, haben wir sonst noch was anderes außer Erde hier? Ach, das können wir dann aber nochmal sehen. Upsala. Das sieht hier sowieso so ein bisschen komisch aus. Der Untergrund hier. Fahren wir mal von hier aus nochmal rein da. So. Upsala. Oh. Und so. Oh, hängen wir jetzt fest oder was? Kann doch nicht sein. Hallo. Junge. Was ist denn los hier jetzt? Los. Komm raus hier. Ich hänge fest. Und ein Frosch im Hals. Ah, Junge. Komm hier. Der Frosch ist immer noch da. Quack, quack. Sagte der Frosch. So. So. Hallo. Bitte einmal ganz gerne hier raus. Danke. Können wir auch weiterfahren hier? Geht um Muscheln? Ja, genau so. Genau so. So wird ein Schuh draus. Und der Frosch ist immer noch da. Der gemeine Frosch, der. Kriegen wir diese Fläche dann noch irgendwie ein bisschen weg hier? Ich weiß es nicht. So. Das passt. Ah,
Jetzt passt. Jetzt klappt es. Okay. So, hier können wir auch schon mal den mal unterstellen. Upp. So. Helferfenster wieder aus. Upp. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal in der nächsten Folge. Wie immer, ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!